Gibt es einen Wäschekorb? Junge, Alter, halt's Maul! Ey, Pauli, da gibt's bestimmt einen Wäschekorb, da können wir wieder schnüffeln. Ah, Junge, halt die Fresse! Was denn, bist du noch damals der Homeparty? Ja! Junge, wir waren auf so einer Homeparty vor gefühlt 4 Jahren und da haben wir im Wäschekorb gewühlt und an den Tampons. Hey! Hey! Junge, was zum Fick? Die Nachbarn gucken aus dem Fenster. Da haben wir am Wäschekorb gewühlt und an den Tankgas geschnüffelt. Die waren so richtig voller Smegma von der Gasse. Oh, Junge! Das war so geil. Das, meine Eiche ist fast geplatzt. Das ist einfach nur krank. Und verdammt nochmal wahr! Du weißt es! Ja! Und da habe ich dann nicht sogar in den Tanker gestohlen? Ja, na klar hast du ihn gestohlen. Den habe ich eingesteckt, stimmt, stimmt. Ja. Gucken wir mal, was wir hier Schönes finden. Alter, Junge. Da haben wir ja schon einen Jackpot. Ach, Junge. Oh, Junge, das Magma. Hier ist kein Magma dran. Ach, nee, hier das. Naja, das geht schon. Okay. Relativ sauber. Was hat denn der für eine Duftnote? Ja, das musst du feststellen. Nee, Junge. Ich bin glücklich vergeben. Ich war oft nie bei solchen assigrosen Weibern. Nein, wirklich. Okay. Jeden hab ich schon. Ach, Junge. Das ist denn hier? Was ist das? Alter. Was ist das? Was zum... Was ist denn das? Das ist eine Windel. Haben Junge, warte mal, das ist eine Windel. Ich will da nie drüber reden. Max, das ist eine Windel. Das ist nass. Jetzt reicht's. Da stinkt Jesus, da stinkt Jesus. Nee, das reicht, irgendwann reicht's. Boah, da kommt ein übelster Gestank raus. Ja, ja, das ist... Alter. Junge, ist das krass. Sage ich gerade noch, das kann nichts Gutes bedeuten, wenn die da ist. Ja, da, ich weiß auch nicht. In verbotene Zonen vorgedrungen. Also. Aber die Tankas in dem Raum riechen nicht so gut wie die drüben. Oh, was? Na, der im Wäschekorb, der Tanker, der Schwarze, ist der von dir? Ausgezeichnet, dann war es kein Fehler, dann zu riechen. Junge, diese Pappkartons. Also der ist frisch gewaschen, der Tanga. Oh Junge. Den stecke ich jetzt ein und den werde ich auf der Mindestparty ins Publikum werfen. Das ist eine gute Idee. Ja. Junge. Aber ansonsten geht's euch gut. Das war natürlich Spaß. Das war. Junge, geil. Ich würde dich wirklich empfehlen, wie du das frisst. Wenn euch das von meiner Unterwäsche ablenkt, dann mach ich das gerne. Nichts lenkt mich von deiner Unterwäsche ab.